1697 wurde in Kitzbühel das sogenannte Kapuzinerkloster erbaut, eine Stiftung der Familie Lamberg. Und wenn man sich das Kloster heute anschaut, befindet sich das ganze, wie soll ich sagen, Kirchenschiff und Vorbau in einem relativ schlechten Zustand. Nunmehr hat der Kitzbüheler Gemeinderat in der Dezember-Sitzung einen Beschluss gefasst, diesen sozusagen Schandfleck etwas zu beseitigen. Und ich frage Herrn Bürgermeister Dr. Winkler, worum geht es da? Ja, der Gemeinderat der Stadt Kitzbühel hat in der Dezember-Gemeinderatssitzung sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und das Kloster gehört dazu einem sehr wichtigen Kulturgut in der Stadt Kitzbühel und wir sind dort auch sehr offen und das ist auch eine wichtige Angelegenheit und deshalb hat sich der Gemeinderat einstimmig auch bekannt, die Sanierung des Klosters zu unterstützen. Es wurde in uns herangetragen, dass in etwa mit einem Sanierungsaufwand von brutto 1,4 Millionen Euro in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Und die Stadtgemeinde Kitzbühel wird sich in den nächsten 5 Jahren mit einem Gesamtbeitrag von 500.000 Euro beteiligen. Ja, dieses Kloster ist natürlich mit dem Garten ein sehr wertvolles Grundstück. Was ist, wenn auf einmal die Franziskaner bzw. die Kapuziner sich überlegen, das verkaufen wir um Millionen? Das ist auch eine Frage, die uns ganz intensiv beschäftigt hat und wir haben da auch sehr ernsthaft mit dem Provinzökonom Magister Hallinger diskutiert, weil gerade der Klostergarten ist so eine Oase in Kitzbühel, eine sehr wichtige Oase und die doch in öffentlicher Hand bleiben soll. Immer wieder ja auch verschiedene Immobilien Projektanten hier auch ein Auge darauf werfen, aber für uns war es wichtig, dass wir auch versuchen, diesen Klostergarten abzusichern. Das haben wir immer ganz klar artikuliert und das war auch ein Ausgangspunkt für die Stadt Kitzbühel, dass wir auf der einen Seite sagen, selbstverständlich unterstützen wir finanziell die Vorhaben, die notwendig sind, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass dieser Klostergarten in öffentlichem Besitz bleibt. Und als Schutz dafür oder als teilweisen Schutz dafür haben wir uns auch für eine Zeit jedenfalls von 20 Jahren ein Vorkaufsrecht bedungen, um nicht die Stadt selbst erwerben zu können, sondern einfach, damit wir hier auch informiert werden, was mit dieser Grundfläche geschieht. Und als zweites, dass wir eine Rückzahlungsvereinbarung über diese Subventionssumme wertgesichert auch auf 20 Jahre haben, sollte es dennoch verkauft werden, was wir nicht hoffen und innigst auch die Kapuziner gebeten haben, dass sie es nicht tun werden. Und summa summarum, hier ein Finanzpaket entsteht und da danke ich auch dem Förderverein. Es gibt einen sehr rührigen Förderverein für die Erhaltung des Kapuzinerklosters, die auch immer wieder Geldmittel auftreiben und gemeinsam dann natürlich auch mit öffentlichen Förderungen, Landesgedächtnisstiftungen und ähnlichen Einrichtungen hier dann die Gesamtsanierung dann gemacht werden kann. In den vergangenen Jahren wurden bereits kleinere Sanierungsschritte getätigt. Auch hier hat die Stadt Kitzbühel immer finanziell mitgewirkt. Mehrere tausend Euro sind dabei vom Staatssäckel in die Sanierungsmaßnahmen geflossen. Ja, die Gemeinde Kitzbühel investiert da also in den nächsten Jahren 500.000 oder sagen wir eine halbe Million Euro. Es sind auch noch andere Projekte, die zurzeit realisiert werden, Bezirkshauptmannschaft und, und. Wie schaut es denn aus um die Gemeindefinanzen? Steht sehr gut da oder müsst ihr euch verschulden? Die Situation ist so, dass wir gerade ab 2013 viele große Projekte angreifen müssen. Das sind auf der einen Seite die Schulsituation, es ist der Kindergarten, es ist eben auch ein Teil die Lösung des Klosters. Wir haben große Wildbachprojekte in Kitzbühel anstehen. Es ist die Pflasterung der Innenstadt, wenn man gerade aus dem Rathaus hinaussieht. Also viele Dinge, die auf uns zukommen, die auch eine sehr disziplinierte und geordnete Haushaltsführung erfordern. Wir haben in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet. Der Verschuldungsgrad ist historisch tief. Wir sind bei 38% angelangt, was uns sehr stolz macht und hier auch das Fundament legt, dass wir auf diese soliden Finanzen aufbauen können und gerade zur Stunde werden die Budgetvorbereitungen für das Jahr 2013 finalisiert. Unsere Finanzstadträtin Barbara Planer ist intensiv mit unserer Finanzverwaltung dabei, die Budgets wieder für das Jahr 2013 so aufzustellen, dass wir die Verschuldung in der Stadt in einem niedrigen Niveau halten können, wie es auch für uns vernünftig erscheint.
nimmt und mit dem notwendigen Augenmaß und der Solidität der Arbeit, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, werden wir wieder ein sehr gutes und ausgeglichenes Budget legen können. Ja, das ist erfreulich zu hören, Herr Bürgermeister. Also keine Cross-Border-Geschäfte oder sonstigen Anlagen, die vielleicht zu einer Verschuldung oder noch größeren Verschuldung führen. Danke vielmals für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank und diese großen Aufgaben fordern uns und das sind wir auch sehr froh darüber, dass wir hier für die Stadtgemeinde Kitzbühel wieder ganz wichtige Entscheidungen treffen können.